Ich habe Ihnen heute Morgen bereits verraten, dass wir uns heute hier auf der Forumbühne auch mit Bildungsthemen befassen wollen. Und darum wird es jetzt gehen in unserer nächsten Diskussionsrunde. Smart, schnell, skalierbar. Wie sieht eigentlich die Zukunft der digitalen Schulverwaltung aus? Darum wird es jetzt gehen. Und ich darf für die Moderation dieser Diskussionsrunde übergeben an Lea Schrimps, Bereichsleiterin für Bildungspolitik. Herzlich willkommen. Einen großen Applaus für dich und deine Panelisten. Vielen lieben Dank, liebe Geraldine, für dieses nette Intro. Du hast es schon angeteasert, wir wollen uns jetzt ein bisschen mit dem Themenkomplex digitale Bildung auseinandersetzen und das Schlaglicht wirklich auf dieses Nitty-Gritty-Thema digitale Schulverwaltungsprozesse legen. Es ist ja so, dass der Public-Sektor natürlich groß ist und Bildung eben auch eine große Rolle im Public-Sektor und in der Verwaltung spielt. Die Verwaltungsprozesse, die da stattfinden, sind natürlich vielseitig, aber in den meisten Fällen auch oft eine zusätzliche Belastung für das Personal, was in Schulen arbeitet. Es geht um Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern, Kommunikation mit Eltern, Erfassung von Stunden- und Vertretungsplänen, Erfassung von Noten, Administration von Prüfungen, also ganz, ganz viele unterschiedliche Nitty-Gritty-Administrationsaufgaben, sage ich mal, die dort stattfinden. Die Realität ist aber, dass viele dieser Aufgaben immer noch analog ausgeführt und bearbeitet werden. Also, dass Digitalisierung dieser Prozesse noch nicht selbstverständlich ist und wenn dann nur sehr vereinzelt und sicherlich auch nicht flächendeckend zum Einsatz kommt. Deswegen freue ich mich jetzt, mit meinen Gästen darüber zu diskutieren, wie denn die Chancen und Herausforderungen auch von digitalen Schulverwaltungsprozessen aussehen und wie wir insbesondere die Chancen und Potenziale stärker in die Praxis bekommen. Und dafür, ich sehe, hier ist aufgebaut, würde ich jetzt einmal meine drei Panelisten nach vorne bitten. Kommt einfach einmal alle hoch, dann stelle ich euch hier vorne vor. Großen Applaus bitte. Der Stuhl dreht sich. Okay. Ich wollte sagen, ach, ja, sehr schön, dass ihr alle drei bei mir seid heute. Ich würde euch einmal ganz kurz in alphabetischer Reihenfolge vorstellen. Und wir haben es zwar jetzt vorher nicht abgesprochen, aber ihr habt euch in alphabetischer Reihenfolge hier hingesetzt. Vorbildlich. Also, wir starten ganz außen. Ganz außen sitzt Dr. Jan-Peter Braun. Er ist schulfachlicher Dezernent beim Regionalen Landesamt für Schule und Bildung in Braunschweig, also in Niedersachsen. Er hat auch selbst viel Praxis- und Verwaltungsperspektive als ehemaliger Schulleiter, als jemand, der im Schulbereich tatsächlich selber gearbeitet hat, mittlerweile spezialisiert auf diesen Themenkomplex Digitalisierung. Freue mich sehr, dass du heute da bist, Jan. Danke sehr, ich freue mich, hier sein zu können. Sehr gut, ja genau, Applaus bitte. Daneben sitzt Benjamin Ledel, er hat selber Informatik studiert und ist mittlerweile aber Gründer der Digital Learning GmbH, ein Unternehmen, was unter anderem Länder und private Bildungsträger als Kunden hat und eine Lernplattform und auch ein Verwaltungstool so ein bisschen All-in-One als Lösung anbieten für die Bildungspraxis. Ich habe gesehen, künstliche Intelligenz ist auch schon so ein bisschen dabei, wollen wir vielleicht nachher auch kurz drüber reden. Freue mich sehr, dass du hier bist, Benjamin. Ja, danke für die Einladung. Gerne. Applaus. Und ganz neben mir sitzt Sabrina Leverenz. Sie ist Schulleiterin der Schule am Schloss in Potsdam. Eine Schule aus unserem Smart School Netzwerk, ein Netzwerk an digitalen Vorreiterschulen, was wir im Bitkom betreuen. Arbeitet selbst mit digitalen Anwendungen und Lösungen. Seid da auch ein bisschen euren eigenen Weg gegangen. Ich bin sehr gespannt auf deine Einblicke aus der Praxis heute. Schön, dass du da bist, Sabrina. Danke für die Einladung. Sehr gut. Und damit wollen wir auch direkt einsteigen und zwar so ein bisschen global galaktisch, bevor wir dann so ein bisschen in die Details gehen. Mich würde mal jeweils von euch interessieren, was denn eure so langfristige Vision einer digitalen Schulverwaltung der Zukunft ist. Und ich würde auch mal ganz außen anfangen bei dir, Jan. Ja, danke. Ja, wir haben, wenn wir über Digitalisierung von Schule sprechen, drei Aspekte, die wir so ein bisschen unterscheiden müssen. Der erste Aspekt umfasst das Lehren und Lernen, also die Nutzung digitaler Technologien, um Lehr- und Lernprozesse zu optimieren. Da geht es um klassische Inhalte, um Kompetenzen, die aufgebaut werden sollen. Der zweite Aspekt umfasst den Bereich der digitalen Literalität. Also Schülerinnen und Schüler sollen kompetent gemacht werden in einer digital geprägten Welt, partizipativ diese mitgestalten zu können. Digitalität wird also selbst zum Unterrichtsthema, zum Inhalt. Und der dritte Aspekt umfasst den Bereich Schulverwaltung und Schulmanagement, also die Nutzung digitaler Technologien, um effizienter in Schule zu sein, um Lehrkräfte, um Schulleitung, um Sekretariate zu entlasten, damit sie mehr Zeit für ihre Kernaufgaben haben. Und
Der zweite Teil dieses Aspektes ist die Steigerung von Qualität im Bereich Schule als Gesamtes. Und meine Vision für die Zukunft ist nun die, dass diese drei Aspekte verzahnt betrachtet werden und wir diesen Rückstand, den wir zweifelsohne haben, ganz systematisch und ganz schnell aufholen. Und wir müssen eigentlich auf einem Stand sein, auf dem sich moderne mittelständische Unternehmen befinden, was Digitalisierung betrifft. Diese Erwartungshaltung müssen wir an Bildungseinrichtungen haben. Und meine Vision ist, dass es uns gelingt, hier gemeinsam alle Ressourcen zusammenzukratzen, die wir haben, um professionell in diese Richtung zu gehen. Das ist eine sehr schöne Vision, Jan. Eine, die sich sehr jetzt mit dem ähnelt, was ich auch immer kommuniziere, gerade mit diesen drei Säulen, die du beschrieben hast. Benjamin, wie sieht es bei dir aus? Genau, ich kann mich da eigentlich bei vielen einfach schon anschließen, was du schon gesagt hast, weil gerade halt diese Verzahnung sehen wir als essentiellen Baustein, dass halt die Schulverwaltung nicht nur dafür da ist, eigentlich die Daten irgendwie zu speichern, dass es eine Datenbank gibt, wo ich halt alles nachschauen kann, sondern dass wir diese Daten auch nutzen, dass wir die auswerten, dass wir halt schauen, wie können wir denn diese Daten, die jetzt eh erfasst werden, sei es Noten, sei es halt auch einzelne Aktivitäten in einem Lernmanagementsystem, wie können wir das zusammenbringen, um halt eigentlich den Schüler individueller zu fördern und vielleicht halt Schwächen, aber auch vor allem Stärken zu erkennen und halt eigentlich dieses Lernen der Zukunft, was ich halt sehe, dass man halt wirklich die Stärken noch mehr fördert und halt einfach viel individueller und breiter sich halt aufstellt. Also dass man eigentlich das, man sieht das halt in der Berufswelt halt heutzutage, dass es so viele Spezialisten gibt und das Schulwesen ist aktuell halt einfach nicht dafür vorbereitet. Und eine Vision halt für so eine Schulverwaltung ist halt wirklich ein zentraler Datenhub, der diese Analysen, diese Förderung halt auch einfach ermöglicht. Also dass Schulverwaltung mehr ist als nur Verwaltung. Genau. Sabrina, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich bin total begeistert, dass wir heute, wenn wir über Vision sprechen, auch über digitale Schulverwaltung tatsächlich sprechen, weil das ist in Schule keine Option mehr, das ist eine Notwendigkeit. Und wenn wir das sehen, was wir haben, nämlich dass es smart, schnell und skalierbar sein soll, dann kann ich nur für Schule sagen, ja, es muss smart tatsächlich sein, weil wenn ich nicht sozusagen in Echtzeit und intuitiv die Aufgaben lösen kann, die ich in der Schulverwaltung, so trocken wie es sich anhört, irgendwie machen kann, dann wird es sehr, sehr schwierig, weil ich möchte auch noch Zeit haben für die Sachen, die ich in der Schule habe, nämlich für die Eltern, die Lehrkräfte und die Schüler, wenn es sich auch so praktisch anhört. Und warum schnell? Also es wäre so schön, wenn wir auch von Schule als Unternehmen sprechen könnten, wenn wir in Echtzeit tatsächlich Aufgaben erledigen oder nahezu in Echtzeit erledigen könnten, die uns weiterhelfen würden in der Verwaltung. Und das wäre ein ganz, ganz großer Punkt. Und skalierbar, ja, natürlich braucht jede Schule, jede Schulform ihre individuellen Lösungen, davon ganz klar und ganz unabhängig. Aber ich glaube, wir brauchen diese Lösungen, die dann aber wirklich weiter ausgerollt werden können für Schulen und für Bildungseinrichtungen, dass man nicht Insellösungen schafft, die da alleine leuchten, sondern wirklich handhabbar und nutzbar machen kann. Also ich wünsche mir oder würde mir eine Vision vorstellen können, wo ich mehr Zeit habe, weniger für Verwaltungsaufgaben, die natürlich sein müssen, logischerweise in Schule, aber ich hätte gerne wieder mehr Zeit für die wesentlichen Dinge, nämlich für die Bildung und für die Schülerinnen, die dann da auch vor Ort sind. Ja, ich glaube, du darfst mich nicht so viel anschauen, weil dein Mikro dann so rüberrutscht, dass man dich nicht, nee, du darfst nicht so, dich nicht so zu mir drehen, dein Mikro verrutscht, dann glaube ich, dann hört man dich nicht mehr so gut, aber alles super. Genau, ich glaube, es wurden jetzt schon von euch einige Punkte angesprochen. Ich möchte jetzt nochmal so ein bisschen tatsächlich in die Details, in dieses Nitty-Gritty-Verwaltungswesen einsteigen und einmal auch direkt bei dir bleiben, Sabrina, und von dir nochmal hören. Berichte uns mal aus der Praxis. Was heißt digitale Schulverwaltung für euch an der Schule am Schloss Potsdam? Ja, es ist, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Am besten geben Sie mir so ein bisschen Zeichen, was Sie hören wollen oder nicht. Aber man muss sich das vorstellen. Sie kennen das, ihr kennt das auch alle noch aus Schule. Da gibt es Noten, da gibt es Fehlzeiten und irgendwie kommt das immer alles am Ende zusammen auf ein Zeugnis. Ja? Aber grundsätzlich ist es so, dass wir gesagt haben, als wir 2019 gegründet wurden oder wir gestartet sind mit unserer Schule, wir brauchen ein Material, wir brauchen ein Tool, wir brauchen eine Plattform, wie auch immer man es nennen darf. Dafür sind Sie die Experten hier, wie wir verwalten können. Das heißt also, wir haben gesagt, wir müssen ein Tool finden, was wir haben als Lehrkräfte, wie ich mit den Eltern in Kontakt komme, wie ich mit den Schülern in Kontakt komme und das am liebsten in Echtzeit. So, und das hat uns natürlich geholfen und so haben wir gesagt, wir brauchen etwas, das auf dem Markt ist. Wir sind komplett im Google-Universum aufgegangen.
und haben alles, was wir brauchen, sozusagen in dieser Google Cloud. Natürlich hat auch das Land Brandenburg, wir sind eine staatliche Schule in Potsdam, auch seine Systeme, wo wir Notenverwaltung, wo wir alle Adressverwaltung auch hinterlegt haben, selbstverständlich. Und so arbeitet alles miteinander an der Stelle. Was würde ich mir wünschen, wenn wir wieder da sind, was noch weitergehen soll, dass wir, wie wir arbeiten, im Sinne von, wir haben einen Kalender digital, wir machen Dienstberatung digital und alle solche Sachen, dass wir sagen, wir bringen das alles aufeinander. Und ich kann dann auch noch schneller mit den Eltern kommunizieren und ich kann dann auch noch schneller Rückmeldungen ganz plakativ zu Noten geben, zu Fehlzeiten, das, was ich eben schon gesagt habe. Da müssen wir hin. Und das Übergeordnete in Schule ist auch noch, ich würde auch gerne so mit dem Schulträger tatsächlich kommunizieren und ich würde auch gerne mit dem Schulamt, also dem Ministerium, dann auch gerne so kommunizieren. Aber da sind wir wieder bei Insellösungen, die größer werden müssen. Und das wäre natürlich toll, wenn das auch nicht nur über Schülerakten und Schulakten kommen könnte, sondern wenn das auch noch irgendwie einen Nährboden finden würde. Ja, also noch besser organisationsübergreifend arbeiten können. Absolut. Und noch ein bisschen besser diese Interaktion von den Prozessen sozusagen in den Lösungen ermöglichen, ja. Dass klar ist, okay, die Daten, die wir da haben, die hängen auch zusammen, die haben wiederum Auswirkungen aufeinander, ja. Das wird zusammen gedacht. Benjamin, sind das auch so ein bisschen Funktionen, Erwartungen, Anforderungen an Produkte wie auch euer eigenes, die du auch selber erlebst oder wo du sagst, da wird auch aktiv dran gearbeitet, das ist ein Schwerpunkt, den ihr seht oder den vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen von dir, Wettbewerber vielleicht auch sozusagen auch mit im Blick haben? Genau, also ich denke, gerade halt dieses Vernetzen zwischen verschiedenen Schulen, also dass es halt mehrere Datensilos aktuell halt gibt, dass wenn eine Schule und der Schüler wechselt halt einfach zu einer anderen Schule, sind die Daten komplett halt verloren und dieses Vernetzen zwischen denen, also selbst halt in der Schule passiert halt nicht, weil dann habe ich dann ein Moodle-System, ich habe halt die klassische Schulverwaltung, ich habe vielleicht noch ein Notentool und das ist das, was ich am Anfang auch meinte, dass halt eigentlich diese Daten zusammengebracht werden müssen, aber halt nicht nur pro Schule, sondern halt übergreifend. Und von der Softwareseite hören wir das ziemlich häufig, dass da auch der Wunsch besteht. Wir haben jetzt bei der Stadt Hannover eine Notverwaltung eingeführt und als Grundlage war da entsprechend auch, wir wollen nicht die Daten jetzt nochmal eingeben. Wir haben ein Schulverwaltungstool, wo die Klassen gepflegt sind, die Schüler sind gepflegt. Es ist auch gepflegt, welche Lehrkraft welche Klasse in welchem Fach unterrichtet. Und warum muss ich jetzt als Lehrkraft das Ganze für eine Notenverwaltung nochmal eingeben? Und wir haben es bei manchen Schulen geschafft, das auch entsprechend zu integrieren, aber halt auch nur da, wo ein spezielles Softwareprodukt halt schon im Einsatz war, was auch von der Stadt halt kam. Und dann gibt es halt ganz, ganz viele Insellösungen, weil es halt zwischen diesen Softwareherstellern gar keinen einheitlichen Standard halt gibt. Also es wäre halt eigentlich erforderlich, dass es wie so eine Art Definition, ISO-Definition halt für diese Schnittstellen, für eine Schulverwaltungssoftware halt in Zukunft gibt, damit halt dieser Austausch einfach ermöglicht wird. Da sind wir bei einem komplett neuen Thema, Definition von Standards, was es da eigentlich sozusagen braucht, damit Schule da auch ein bisschen, so ich sag mal, unkomplizierter agieren kann, weil das einfach sozusagen klar vorgegeben ist, dass das funktioniert. Herr Braun, wie sehen Sie es denn? Was sind aus Ihrer Perspektive so die größten Chancen, auch gerade im Bereich dieser Tools, dieser Möglichkeiten, die jetzt auch gerade Sabrina und Benjamin angesprochen haben? Also zum einen stimme ich vollständig zu, eine Grundvoraussetzung muss sein, dass wir ein vernünftiges Nutzermanagement haben, einen vernünftigen Anmeldeservice haben, der für alle Systeme vollständig automatisiert funktioniert. Ich glaube, in Niedersachsen sind wir da auf einem ganz guten Weg mit einem Datenmodell, das Schulconnects heißt, das mittlerweile sich zu einer Art Industriestandard entwickelt, also auch von anderen Bundesländern verwendet wird, mit einem zentralen Anmeldeservice mit dem Namen Moin Schule, mit einem Schulverwaltungsprogramm, das sich landesweit jetzt in der Entwicklung befindet, das als Datengrundlage dienen soll. Und es steht außer Frage, dass das längst überfällig ist, aber wir werden in wenigen Jahren dabei so weit sein, dass Schulen sich darüber keine Gedanken mehr machen müssen. Ich glaube, Digitalisierung von Schulverwaltung bringt für Schulen an zwei Stellen ganz zentrale Vorteile, unabhängig jetzt von der Effizienzsteigerung. Der erste Aspekt ist das kollaborative Arbeiten. Ich habe die Möglichkeit, dass das Individualwissen, das Lehrkräfte ja haben, zu einem Systemwissen werden zu lassen, in dem all das, was in Schule passiert, angefangen von bestimmten Verwaltungsprozessen, von Managementprozessen, aber auch von den Kernprozessen, also Unterrichtseinheiten, Ähnliches, für alle transparent und zugänglich, für alle Lehrkräfte digital abgelegt werden kann. Ich kann auch sehr
einfach über solche digitalen Tools gemeinsam Unterricht planen. Also nicht mein Matheunterricht in der 7a, sondern unser Matheunterricht in Jahrgang 7. Das ist eine deutliche Vereinfachung, die über digitale Tools an der Stelle möglich wäre. Damit zusammen hängt auch eine gewisse Demokratisierung. Das Herrschaftswissen von Schulleitung, sie haben bestimmte Informationen, sie geben Teil, in welcher Form auch immer weiter, wird dadurch aufgelöst, dass alles, was relevant ist, irgendwo systemisch bereitgestellt wird. Ich würde aber jetzt noch auf einem ganz konkreten Beispiel mal deutlich machen, wie Effizienzsteigerung im einzelnen Schulbereich möglich wäre. Und ich nehme mal das Beispiel, das wir, glaube ich, alle kennen, nämlich die Krankmeldung eines Kindes. Da ruft morgens die Mutter an, möchte ihr Kind krank melden. Die Sekretärin nimmt das auf, schreibt es auf den Zettel, legt es bei der Lehrkraft ins Fach, muss dazu noch ins Lehrerzimmer laufen. Die Lehrkraft steht aber im Stau, kommt gar nicht mehr in das Lehrerzimmer hinein, geht sofort in den Klassenraum, stellt aber fest, dass Sabrina fehlt. Schickt einen Schüler ins Sekretariat, denn man macht sich Sorgen um Sabrina, ist sie krank gemeldet oder nicht. Was für ein Aufwand, einmal zeitlich, auf der anderen Seite aber auch geht die Konzentration auf Unterricht verloren. Habe ich ein digitales Klassenbuch? Erkennt sofort das Sekretariat, beispielsweise wenn Sabrina nicht da ist und sich nicht krank gemeldet hat, dass hier jemand fehlt, kann sofort anrufen. Die Qualität wird dadurch gesteigert und es ist deutlich effizienter. Und ein zweites Beispiel, das eher in den Bereich Schulmanagement hineingeht, möchte ich nennen von einer Schule, die im Jahr 2010 gegründet worden ist und 2021 mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet worden ist. Dort hat man sich völlig verabschiedet in Teams, in Gruppen von Protokollen, sondern hat solche Canvas-Boards genommen und jeder, der Themen hatte, hat sie dorthin eingesetzt mit Priorisierung. Man hat dann in den Teamsitzungen die abgearbeitet und hat manche auf später verschoben, hat manche To-Dos gesetzt, hat aus manchen Arbeitspaketen gemacht. Es ging nichts verloren und es landete nicht in deinem Ordner, sondern es war immer präsent und Schule entwickelte sich weiter. Und ich glaube, ein Grund, weshalb diese Schule nachher auch beim Deutschen Schulpreis gelandet ist, ist, dass sie wirklich die zeitlichen Ressourcen und die Qualität hatten, Schule weiterzuentwickeln aufgrund dieser digitalen Tools. Im analogen Raum wäre das in der Form, in der Konsequenz, zumal es auch noch mehrere Standorte gab, nicht möglich gewesen. Und meine Vision auch an dieser Stelle ist, dass wir diese Modelle, die es an verschiedensten Schulen gibt, du hast auch einiges davon dargestellt, dass es uns gelingt, das in die Breite, in die Fläche zu bringen. Ja. Und dass es nicht nur die Individualentscheidung einer Schule ist, sondern dass auch die Länder entsprechende Tools bereitstellen, Tools von kommerziellen Anbietern, Tools, die selbst entwickelt sind, Open-Source-Tools, auf die Schulen letztendlich zugreifen können. Ja. Interessensfrage, Sabrina, okay. Krankmeldung bei euch, wie läuft's ab? Ja, wie läuft's ab? Also natürlich digital. Also der Anruf erfolgt natürlich noch oder die E-Mail wird verfasst von dem Erziehungsberechtigten, aber dann sind wir in Brandenburg schon in einem Tool, das nennt sich Webschule und da ist es schon längst digitalisiert. Das heißt, ich als Sekretärin, ich als Lehrkraft kann sofort darauf zugreifen, sehe, Maxi Müller ist krank, wurde von Mutti krank gemeldet oder von Fadi und dann ist das alles in Ordnung. So, aber das kann ich in jeder Zeit dann sozusagen in Echtzeit sehen, wenn das da angeklickt wurde an der Stelle. So laufen auch nochmal der Verwaltungsprozess dahinter, die offiziellen Entschuldigungen dann auch ein. Also ich kann dann noch ein Häkchen setzen und sagen, okay, es ist sogar nicht nur angerufen worden und gemeldet worden, dass das Kind heute nicht in die Schule kommt aus diversen Gründen, sondern es ist auch dann wirklich so, dass es dann offiziell entschuldigt ist an der Stelle. Ja. So, und das ist natürlich ein Zeitersparnis, das kann ich eben sagen, da muss nicht noch jemand hinterherlaufen, hinter Zetteln oder sonst irgendwas. Das braucht man dann an der Stelle überhaupt gar nicht mehr. Und das wollen wir auch nicht wieder zurück. Also das, wir wollen da nicht wieder hin, dass wir sagen, ich möchte das gerne auf einem Zettel haben oder ich möchte das irgendwie anders. Nein, bitte nicht. Also wir sind schon immer froh, wenn wir eine E-Mail bekommen dazu. Wir wollen da keinen Krankenschein drin haben, natürlich. Aber wir wollen einfach nur wissen, kommt da jemand oder kommt da jemand nicht in die Schule, um zu wissen, ist da jemand da. So, das ist das Gute daran. Und es ist so schön zu hören, wenn man sagt, ja, da soll es passieren. Das soll bitte auch an anderen Schulen passieren, weil wenn wir Kollegen haben, die sagen, Mensch, an anderen Schulen läuft das ganz anders oder es ist so zeitintensiv. Lasst uns lieber Zeit für andere Dinge dann verwenden, als für Entschuldigungen oder Krankmeldung oder Ähnlichem oder ein Zeugnis schreiben, weil auch wenn ich ein Beispiel nennen darf, ja. Wenn Zeugnisse geschrieben werden, die Noten werden alle auch in dieses System Webschule eingetragen. Also jede mündliche Note, jede Klassenarbeit, jedes
ihr kennt das alle irgendwie, wofür es mal Noten gab, wird eingetragen, dann steht da eine Formel dahinter, wie Noten berechnet werden, das ist dann fertig und am Ende kommt dann eine Note daraus. So, das ist pure Mathematik und Technik, die dahinter steckt. Ja, das ist in Schule wie in Unternehmen genauso und am Ende kann ich dann Zeugnis drucken. So, und das ist eine schöne Sache, weil ich habe dann Zeit, einfach zu gucken, klar, ich bin dafür in der Pflicht als Lehrkraft, dass die Noten korrekt sind, logischerweise, aber ich habe dann Zeit, die Noten zu vergeben. Ja, man muss auch irgendwie kontrollieren, was da an Noten kommt, das ist logisch, aber ganz klar, ich habe dann Zeit, auch in den Konferenzen darüber zu sprechen, wie ist denn überhaupt, ne, hinter den Noten, vor den Noten steht der Schüler und ich habe wieder Zeit, da sind wir wieder bei dem Komplex, über den Schüler zu sprechen, was eigentlich weitergeht, was kann ich mit den Noten anfangen, wo geht es im Bildungsgang hin und so weiter und so weiter. Also auch da, klasse, wenn Tools das können. Ja, auf jeden Fall. Ich will noch ganz kurz auf einen Aspekt sozusagen von Vorteilen, gerade auch von digitalen Tools eingehen, nämlich auch dieses Thema, dass dadurch auch viel Komplexität reduziert werden kann. Ne? In einzelnen Beispielen haben wir es gerade natürlich angesprochen. Gleichzeitig ist ja auch oft die Wahrnehmung, dass so eine Einführung von digitalen Tools, ja, also eine Veränderung des Prozesses, so viel Aufwand erzeugt, dass sich das dann gar nicht lohnt, weil der Aufwand viel größer ist als sozusagen die Komplexitätsreduktion, die am Ende dieser Gleichung steht. Jan, mich würde mal interessieren, was ist denn deiner Wahrnehmung nach sozusagen eine Anforderung an einen Digitalisierungsprozess, damit am Ende wirklich diese Komplexitätsreduktion im Vordergrund steht und nicht das Gefühl entsteht, dass es alles so viel Veränderung und Aufwand, das lohnt sich überhaupt nicht. Also ich glaube, der erste Schritt muss sein, dass wir ganz klare rechtliche Vorgaben haben. Also es kann nicht mehr sein, dass in schulischen Gremien darüber intensiv diskutiert wird, ob wir etwas machen wollen, sondern wir müssten eigentlich nur darüber diskutieren, wie wollen wir es machen. Und man findet in allen Kollegien unterschiedlicher Anzahl Personen, die sehr kritisch sind, die verhindern wollen. Wenn wir aber klare rechtliche Vorgaben haben, hier muss etwas geschehen, dann wird darüber nicht mehr gesprochen. Also auch die Einführung des grafikfähigen Taschenrechners vor einigen Jahren oder einigen Jahrzehnten führte dann nicht mehr dazu, dass man darüber diskutierte, ob man das machen möchte, sondern es ging nur noch um die Frage, welchen nutzen wir. Das zu sagen, ist sicherlich der allererste Schritt, den man gehen muss. Der zweite Schritt ist der, dass wir eigentlich mit Lehrkräften anfangen müssen. Lehrkräfte müssen, bevor Schülerinnen und Schüler digitale Endgeräte haben, müssen natürlich digitale Endgeräte haben. Ich sprach vorhin von dieser Schule, die 2010 gegründet worden ist. Dort hat jede Lehrkraft ein Notebook bekommen, wenn es in die Schule kam, bevor Schülerinnen und Schüler damit angefangen haben, um selbst zu erkennen, was der Mehrwert ist. Und ich muss dann schulintern natürlich ganz klar vereinbaren, wir reden hier nicht von Optionen. Herr Müller möchte es gerne und macht es dann auch. Und wenn Frau Meier noch nicht möchte, weil sie in 15 Jahren schon in Ruhestand geht, dann braucht sie nicht. Sondern es ist klar, wir müssen es gemeinsam tun. Und ich brauche dann in Schule auch Zeiten, Teamzeiten, in denen die relevanten Teams arbeiten an diesen Themen. Das heißt, die Nutzung, und es bedarf jetzt keine Teamzeiten extra für Digitalisierung, nicht falsch verstehen, sondern es bedarf von vornherein Teamzeiten für Schule, für Schulentwicklung. Und in einer bestimmten Phase ist es dann eben das Thema Digitalisierung. Und wenn ich das sehr konsequent mache, dann ist der Aufwand nicht groß. Ich sprach schon mehrfach von dieser einen Schule, der Prozess ging innerhalb von einem halben Jahr zu einer vollständigen Arbeit mit allen Schülerinnen und Schülern, weil man einfach Prozesse sehr systematisch gegangen ist. Was aber hinzukommen muss, dass wir auch Rechtsklarheit haben. Ich möchte mal an einem Beispiel das deutlich machen aus Niedersachsen. Aktuell muss an bestimmten Stellen, beispielsweise, wir haben eben darüber gesprochen, über das elektronische Klassenbuch, müssen die Personalräte dem noch zustimmen. So, da gibt es bestimmte Schulen, da finden Personalräte das großartig, weil es entlastet ja massiv. Und dann gibt es Schulen, da wird das behindert. Und das darf einfach nicht sein. Da müssen wir die Verantwortung als Behörde, als Staat übernehmen, was wir sinnvoll erachten und müssen den Schulen sozusagen die Freiräume geben, es zu tun, aber auch die Vorschrift machen, dass sie es tun müssen. Das ist ein absolut zentraler Bereich. Grundsätzlich ist jeder Form der Schulentwicklung ein sehr professionell gestalteter Prozess, wenn er erfolgreich sein will. Und das ist völlig egal, ob ich Unterrichtskonzepte ändere, ob ich Richtung Digitalisierung gehe oder ob ich mehrere Fächer zusammenlege, um fächerübergreifend zu arbeiten.
ich brauche Strukturen für schulische Entwicklung. Und wenn die vorhanden sind, ist Digitalisierung ein ganz kleiner Baustein. Ja. Wenn die nicht vorhanden sind, ist nicht Digitalisierung das Problem, sondern das Problem sind die fehlenden Strukturen in der Schule, um Entwicklung zu betreiben. Mhm. Spannender Punkt auf jeden Fall. Spannende These, dass da sozusagen das übergeordnete Konstrukt erstmal da sein muss. Und um eins noch zu ergänzen, ja. Wenn ich es systematisch und gut einführe, dann merken Lehrkräfte, auch Eltern und Schüler, sehr, sehr schnell den Mehrwert. Ja. Und dann gibt es auch keine Widerstände mehr und dann gibt es keinen Aufschrei mehr. Ja. Dann gibt es eher Entsetzen, warum andere das nicht so machen, weil es jeder in seinem eigenen Leib spürt, was für einen Vorteil das bringt. Ja. Benjamin, wie ist das bei euch? Also wie stellt ihr sicher oder wie achtet ihr besonders darauf, dass gerade halt auch dieser Mehrwert eures Produkts und eurer Lösung auch am Ende im Vordergrund steht für diejenigen, die es nutzen? Ja, es ist eigentlich immer ein zentraler Punkt, wenn wir irgendeine Funktion halt bauen, schauen wir halt, okay, warum muss diese Funktion gebaut werden? Nicht, weil wir daran als Informatiker vielleicht Spaß dran haben, noch eine Schaltfläche zu ergänzen, sondern es geht halt darum, dass wir halt Leuten die Arbeit halt erleichtern. Und das beste Verkaufsargument eigentlich immer von unserer Software ist dann, wie viel Zeit das halt am Ende spart. Und dann kann man halt die Ressourcen jetzt vor allem halt gerade bei privaten Trägern halt ziemlich gut dagegen rechnen und dann hat man sich die Kosten halt eigentlich ziemlich schnell rentiert. Und das kann man ja auch eigentlich für die öffentliche Hand genauso sehen, weil da dann die Lehrkräfte, weil wir haben ja eh schon einen Mangel, sich dann halt auf die eigentlich wesentlichen Fokusthemen halt das Unterrichten halt konzentrieren können und nicht entsprechend halt auf das Verwalten von Datenbanken, von Software-Tools. Es braucht natürlich in jeder Schule trotzdem halt die Personen, die sich damit auskennen, die vielleicht nicht nur eine pädagogische Ausbildung haben, sondern halt auch andere Kompetenzen, sei es jetzt im Studium, sei es halt aber auch vielleicht halt im eigenen Interesse beigebracht. Und das erleben wir halt besonders bei den Kunden, wo es halt diese Gruppe oder halt auch diese Person, diesen technischen Ansprechpartner an Schulen gibt, da ist es dann immer viel leichter, auch den Mehrwert halt zu vermitteln. Was auch ein ganz zentraler Punkt ist, dass wir die Sprache der Lehrer halt auch entsprechend in die Software halt reingießen und nicht halt entsprechend das Ganze mit der Informatikbrille sehen und sehen, okay, wir müssen jetzt diese Oberfläche bauen, weil so ist es am einfachsten von der Datenstruktur, sondern wir müssen halt erst schauen, wie wird es aktuell verwaltet, ist es aktuell ein guter Prozess, der halt analog auch schon ist, dann kann ich ihn gut digitalisieren, aber wenn er analog vielleicht auch schon nicht so gut ist und wir kennen es aus, von anderen Kunden, wo es halt besser läuft, dann zeigen wir denen erstmal den analogen Prozess und dann halt erst den digitalen und dann ist halt das Verständnis einfach viel höher, als wenn ich direkt den digitalen Prozess zeige. Ja, auf jeden Fall. Punkte mit Lehrermangel und Ansprechpartner sind auch sehr spannend und wichtig. Also ich merke schon, wir haben viel zu viele Themen dabei für die Zeit, die wir noch haben. Gut, Sabrina, rutsche mal noch ab ins Sie, pardon. Ich will noch so ein bisschen auf zwei, drei Pain Points auch eingehen, ja, also die auch gerade oft Herausforderungen sozusagen darstellen, wenn wir auf diesen Prozess schauen. Einer ist natürlich so ein bisschen dieser grundsätzliche Punkt, Zugang zu digitalen Endgeräten. Ne? Ist das gewährleistet? Ist das selbstverständlich? Was gibt es da für Modelle? Wie löst ihr das bei euch persönlich in der Schule, sowohl für die Lehrkräfte als auch für die Schülerinnen und Schüler? Und mit welchen Ansätzen habt ihr gute Erfahrungen gemacht, mit welchen vielleicht auch nicht? Ja, also bei uns an der Schule ist es so, wie gesagt, wir wachsen ja gerade noch, wir sind jetzt im Jahrgang 12, nächstes Jahr ist dann der erste Abiturjahrgang und es ist so, dass natürlich, also es gibt mehrere Ebenen. Einmal sind wir ja komplett, wie gesagt, digital aufgestellt. Also Sie müssen sich das so vorstellen, dass alle Lehrer und Schüler, also klar, die Lehrkräfte haben alle ihre dienstliche E-Mail-Adresse, sind darüber vernetzt und die Schüler haben auch alle Schul-E-Mail-Adressen. Also darüber sind auch alle miteinander, auch mit den Lehrkräften und untereinander auch noch in Gruppen vernetzt. Und das Ganze bündelt sich dann immer, egal in welchem Unterricht man gerade drin ist, Mathe, Deutsch, Englisch oder was auch immer es dann alles gibt, ist man dann auch noch in einem sogenannten Classroom drin. Heißt, da werden ganz klassisch Materialien gesammelt, da werden Termine eingestellt und. Also das ist einmal der Grundstein, den wir brauchen. Heißt, je nach Jahrgang, also aufbauend, bauen wir sogenannte Methodentage ein, dass ich die Digital Natives, die ja immer zu uns kommen angeblich, aber so ein bisschen Schule in dem, was man eigentlich braucht in Schule tatsächlich. Wenn man dann sagt, ja, wandelt doch bitte mal das Dokument in ein PDF um, also ganz schnöde gesagt, dann gucken einen auch große Augen an. Also wir machen da ein bisschen Methodik auch noch, dass die auch wirklich mit unseren Classroom, mit unseren Skills und Tools auch arbeiten können. Das bauen wir auf bis Jahrgang 13, das wächst gerade hoch. Das ist das eine.
Wir lernen natürlich auch von unseren Schülerinnen. Also das muss ich ja zugeben, dass wir sagen, Menschenskinder, ich freue mich über die Bildung, die dann auch ins Haus getragen wird, was die Schüler uns dann erklären, was vielleicht schneller geht, das ist gut. Aber gleichfalls müssen wir natürlich auch als Lehrkräfte geschult sein in dem, was wir da anbieten. Das heißt also, wenn wir die mit dem Endgerät, die Schüler bei uns sitzen und das Endgerät vor sich haben, müssen wir auch erklären können, müssen wir auch sagen können, was das ist. Das Thema will ich gar nicht aufmachen gerade an der Stelle, weil da haben wir wirklich keine Zeit für. Aber Lehrkräftebildung muss halt mitgenommen werden. Und wenn ich die Effizienz da sehe und als Lehrkraft verstehe, dann arbeite ich auch total gerne mit dem Tool und kann das auch weitergeben. Dazu der kleine Punkt gesetzt. Wie läuft es bei uns? Also die Schülerinnen bringen teilweise ihr eigenes Endgerät mit, was sie dann im Haus in der Schule verwenden. Wir machen uns aber da auf, weil wir sind eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe und sagen, das ist keine Voraussetzung, bei uns an die Schule zu kommen, mit dem Gerät XY jetzt bei uns in die siebte Klasse zu kommen. Nein, sondern wir sagen, es muss irgendwie funktionieren, Schulträger, Land, wie auch immer, ja, lasst uns offen denken, wie kriegen wir eigentlich finanzierte Geräte in Schülerhand? Sind das jetzt eigene Geräte, sind das Leihgeräte? Weiß ich nicht, lassen Sie uns da drüber nachdenken an der Stelle. Und wir sind gerade in dem Prozess, dass es immer mehr passiert, dass wir sagen, Mensch, es bringen immer mehr Schülergeräte mit. Wie werden die jetzt in dem eigenen Schul-WLAN eingebunden? Welche Hemmnisse dürfen da benutzt werden? Welche dürfen nicht benutzt werden an der Stelle? Aber der Schüler soll arbeitsfähig bei uns in der Schule sein. Und das ist das Wichtige. Und jetzt geht es darum zu schaffen, Finanzierungsmöglichkeiten, rechtliche Grundlagen zu schaffen. Welches Gerät darf ich denn jetzt verwenden? Ist es mein Gerät? Wem gehört es eigentlich? Wer darf irgendwelche Einstellungen darauf vornehmen oder wer darf das nicht an der Stelle? Und wir versuchen gerade ein System im Sinne des Schulträgers zu schaffen und sagen, was bekommen wir in den nächsten Jahren, dass wir sukzessive aufbauen können. Vielleicht brauchen wir doch nicht in jedem Unterricht immer, weiß ich nicht, beim WAT-Unterricht, beim Werken oder so, jetzt das Tablet nebenbei, aber in Mathematik auf jeden Fall. So, aber dass wir über die Jahre sagen, jeder Schüler soll irgendwann mit seinem Gerät ausgestattet sein. Aber ich kann Ihnen heute und hier noch nicht sagen, wie die Finanzierung laufen wird. Das weiß ich nicht. Ja. Das kann ich nicht sagen. Wir sind gerade mit unseren Eltern dabei und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir sagen, was brauchen wir bei uns an der Schule wieder und wie nehmen wir das auf und finden funktionale Lösungen. Also wir haben gerade Angebote eingeholt und sagen, was machen wir daraus, wenn es ein Leihgerät ist und nach der Schulkarriere darfst du das dann mit nach Hause nehmen. So, aber das ist gerade der Stand der Dinge. Nicht jeder hat bei uns ein Tablet, aber jeder könnte damit arbeiten, weil wir Leihgeräte in Schule haben. Mhm. Jan, ich weiß, Bring Your Own Device ist ein Herzensthema von dir, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie blickst du auf diesen Themenkomplex, also Zugang zur Technologie überbrücken und da Möglichkeiten schaffen, dass sowohl alle Lehrkräfte als auch alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Voraussetzungen haben? Also wir haben ja eine recht merkwürdige Situation, dass wir haben im Jahr 2016 entschieden, alle Bundesländer haben das entschieden über einen KMK-Beschluss, dass ab dem Jahr 2021, das ist irgendwie schon 3 Jahre her, jede Schülerin und jeder Schüler in Deutschland jederzeit, wenn es aus pädagogischen Gründen erforderlich ist, Zugriff zum Internet und zu einer digitalen Lernumgebung haben sollte. Das heißt, dass ab 2021 alle Schulen perfekt mit Internet ausgestattet hätten sein müssen und natürlich jede Schülerin und jeder Schüler ein digitales Endgerät hätte haben müssen. So, im ersten Schritt wurde dann der Digitalpakt ausgerollt, um die Infrastruktur zu schaffen. Leider ist es mit Ausnahme von 3 Bundesländern bisher nicht wirklich gelungen, das nächste Versprechen einzulösen, dass nämlich alle Schülerinnen und Schüler ein digitales Endgerät haben. Und da gibt es aktuell 4 Modelle. Das eine Modell nenne ich mal das Bremer Modell. Das heißt, dass in einem Stadtstaat wie Bremen sicherlich funktioniert. Das Land macht eine Ausschreibung und gibt an alle Schülerinnen und Schüler digitale Endgeräte aus. Verwaltet die, organisiert die. Das zweite Modell ist das sogenannte Saarländer Modell. Dort gibt das Land Gelder an die Schulträger. Schulträger schaffen die digitalen Endgeräte an, verwalten sie und leihen sie an die Schülerinnen und Schüler aus. Das Saarland ist ein sehr kleines Bundesland mit einer sehr überschaubaren Anzahl an Schulträgern. Da konnte man sich einigen. In großen Flächenländern wäre das fast undenkbar. Dann gibt es das sogenannte bayerische Modell. Dort gibt Bayern, ich sage das ein bisschen flaps, es ist ein bisschen komplexer, gibt Bayern allen Eltern 350 Euro. Dafür schaffen sie ein digitales Endgerät an, das dann in den Schulen genutzt wird. Es gibt für vorher eine klare Regelung, dass eine bestimmte Bildschirmgröße da sein muss, also Smartphones gehen nicht, müssen mindestens 10 Zoll Größe haben. Die Schulen können noch ein paar weitere Anforderungen definieren.
Dann können Eltern aber durchaus auch ein Gerät kaufen, das 1000 Euro kostet. Das ist an der Stelle relativ egal. Und dann gibt es ein paar Bundesländer, die haben keine Lernmittelfreiheit. Niedersachsen zählt dazu. Und da gibt es Diskussionen, kann ich nicht erwarten, dass Eltern diese Geräte selbst finanzieren und anschaffen. Also diese Modelle gibt es aktuell. Was rechtlich, alle haben rechtliche Probleme, alle Modelle. Alle sind sehr aufwendig. Entweder aufwendig für den Schulträger, also wenn man sich beim Flächenland überlegt, man müsste eine Ausschreibung machen für Geräte für alle Schülerinnen und Schüler und die zentral verwalten. Da bedürfte es einer ganzen Einrichtung, die sich nur darum kümmert, also ein großer Wasserkopf, der entsteht. Bei den Schulträgern gibt es sehr unterschiedliche. Das hat zur Folge, dass irgendwo die Bildungsgerechtigkeit so ein bisschen auf der Strecke bleiben wird. Und wenn ich das an die Eltern ausgebe, mit entsprechend finanzieller Unterstützung, dann habe ich eine große Gerätevielfalt, die durchaus auch von Vorteil sein kann. Im Kontext des Aufbaus digitaler Kompetenzen ist es vielleicht ein Problem, wenn ich eine Monokultur an Geräten habe und alle haben nur ein iPad und nur ein Android oder ein Windows-Gerät. Leider gibt es in der Mehrzahl der Bundesländer noch keine Einigung dahingehend, wie Schülerinnen und Schüler an digitale Endgeräte kommen. Und das Gleiche betrifft natürlich auch Lehrkräfte. Das hängt natürlich miteinander zusammen und eigentlich hätte man mit dem Digitalpakt für die Lehrkräfte, die schon mal ausrollen müssen, weil erstmal müssen Lehrkräfte wie selbstverständlich damit arbeiten, bevor sie mit Schülerinnen und Schülern arbeiten. Ja, also auch da 16 Lösungen auf jeden Fall, was die Geräte angeht und verschiedene Herangehensweisen, die unterschiedlich funktionieren können. Ich möchte noch so ein bisschen auch auf diesen Punkt eingehen. Einerseits, dass es diese Standards braucht, von denen du auch gesprochen hast, Benjamin, ja, damit die Integration von verschiedenen Lösungen auch funktioniert, die Schnittstellen funktionieren, aber andererseits auch, dass natürlich ein Stück weit es wünschenswert wäre für eine Skalierung, dass das dann auch wieder bundesländerübergreifend funktioniert. Wie ist denn deine Wahrnehmung, Benjamin? Also tut sich da was? Hast du das Gefühl, da arbeiten die Länder auch so zum Teil zusammen, dass ihr davon zum Beispiel schon profitiert? Oder hast du das Gefühl, je nachdem mit welchem Land du sprichst, sprichst du eigentlich eine komplett andere Sprache, sind die Anforderungen und die Voraussetzungen ganz anders? Es ist teils, teils. Also es gibt ja auch gemeinsame Projekte, wie jetzt die große AIS-Ausschreibung zum Beispiel, die jetzt gerade läuft für adaptive intelligente Systeme von der FEU. Die ist auch direkt halt bundesweit gedacht. Wenn wir mit den Ländern sprechen, dann ist es teilweise sogar so, dass dieser Föderalismus teilweise hilft. Das heißt, wir kriegen von dem einen Land, wie macht das denn eigentlich das andere Land und machen die es besser als wir? Falls ja, ist es auf einmal viel leichter möglich, da entsprechend so eine Lösung zu platzieren, als wäre es jetzt halt gar nicht möglich. Das heißt, auch da kann es sogar teilweise halt helfen, weil so eine Art Konkurrenzkampf teilweise zwischen den Ländern halt noch ist. Wer hat die beste Bildungsausstattung oder die beste Bildungssoftware. Also das kann sogar einerseits halt helfen. Andererseits ist es natürlich viel besser, wenn jetzt ein Schüler von einem Bundesland zum anderen Bundesland umzieht. Es gab ja nicht mal innerhalb des gleichen Landkreises, innerhalb des Schulträgers, dass da digital halt irgendwelche Daten. Es gibt wahrscheinlich Ausnahmen, es gibt es halt immer, aber der Standard in Deutschland ist nicht so, dass da halt einfach die Akten halt mitgehen. Es gibt halt vielleicht die grundlegenden Stammdaten, die mitgehen, aber ich meine halt, was viel, viel, viel mehr an Daten die wir halt haben. Sei es halt mündliche Noten, sei es einzelne Beteiligungen, die ja auch digital schon erfasst werden, bis hin zu Aktivitäten halt in einem LMS, wie habe ich die Materialien verarbeitet. Und wenn ich halt gerade an so ja, an das individuelle Fördern halt wieder denke, ist das halt unabdingbar. Und zwischen den Bundesländern ist es schon so, dass es da auch unterschiedliche Standards gibt, weil auch auf unterschiedliche, sag ich mal, Pferde aufgesetzt wurde. Es wurde unterschiedliche Zielsetzungen gegeben, aber es kann halt auch fördern, indem es halt einfach die anderen dann motiviert, wenn die halt merken, okay, Bundesland XY hat einfach da eine Lösung, die auch wirklich gut ankommt, wo halt einfach der Vorteil halt sichtbar ist und da kann es dann halt wiederum auch sehr helfen. Das heißt, wir haben eigentlich 16 Versuchslabore teilweise, um Sachen halt auszuprobieren. Ja, das kann, wie du beschrieben hast, positiv und negativ sein. Wen Wettbewerb zwischen Ländern interessiert, kann ich auch immer den Bitkom-Länderindex empfehlen, in dem wir die Bundesländer in ganz vielen Kategorien im Bereich Digitalisierung miteinander vergleichen, unter anderem auch im Kontext Bildung. Da sind wir auch so ein bisschen der Hoffnung, dass dieser Wettbewerb positive Entwicklung hervorbringt. Ich will noch ganz kurz einen Komplex ansprechen, bevor wir auch dann schon bald am Ende sind, und zwar diesen Komplex Kompetenzen, Qualifizierung. Du hast es vorhin kurz angerissen, Sabrina, dass das natürlich auch Voraussetzung von funktionierenden
digitalen Entwicklungs- und vor allen Dingen Schulverwaltungsprozessen ist, dass die Kompetenzen bei den Lehrkräften vorhanden sind, die am Ende einfach Nutzerinnen und Nutzer sind. Du hast kurz angerissen, wie ihr es macht. Willst du da noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen? Kann ich gerne machen. Also es ist so, dass ich die Erfahrung gemacht habe bei uns an der Schule, dass ich sage, sobald es ein Nutzen ist, der da wirklich da ist für alle Beteiligten, die irgendwie in Schule drin sind, dann hat man da auch Lust, sich weiterzuentwickeln und Kompetenzen zu bilden. Wir haben das am Anfang so gemacht, das war natürlich, in der Gründung waren wir 7, jetzt sind wir 49, irgendwann sollen wir auf 80 Lehrkräfte anwachsen. Da muss natürlich der Kompetenzzuwachs auch gegeben sein, weil nur weil wir jetzt gerade ein digitales Tool haben, was funktioniert, kann ich jetzt nicht sagen, ob das nächste Woche oder in 3 Monaten und 3 Jahren noch so toll funktioniert oder wir einfach neue Lösungen brauchen, weil wir größer geworden sind. Ja? Also da wieder bei skalierbar zu bleiben. Was ist der Kompetenzzuwachs? Wir haben das ganz konkret bei uns so gemacht, dass wir gesagt haben, wo sind denn gerade die Herausforderungen, wo sind denn gerade die Probleme, was verstehe ich denn nicht? Ja? Also habe ich die Lehrkraft, die sagt, Mensch, Kinder, es reicht mir, wenn ich mit meinem Tablet durch die Gegend gehe und das kriege ich an und das ist gut so. Und die andere sagt, nee, ich brauche das, das und das Tool. Und der andere Kollege sagt, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Also wir haben versucht, Basiswissen zu schaffen und das in Fortbildung durch Externe, die wir uns ins Haus geholt haben und gesagt haben, so, das sind die bestimmten Sachen, die musst du einfach bei uns schon mal gesehen haben. Also wie funktioniert das digitale Klassenbuch, wie funktioniert die Notenverwaltung und wie funktioniert die Schuladministration. So, und dann kannst du in deinem Classroom spielen mit allem, was du möchtest und deinen Unterricht bereicherst, mach das. Ich erwarte aber nicht von jedem, dass er jetzt 15 Tools in 90 Minuten verwendet oder so. Nein, überhaupt nicht. Darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, ich kann verwalten, das hört sich jetzt so trocken an, aber lass uns das in den ersten Minuten des Unterrichts weghaben und dann konzentrieren wir auf die Inhalte, die wir wirklich vermitteln wollen. Und dazu muss ich halt auch in der Lage sein als Lehrkraft. Heißt, Basiskompetenzen schaffen, die schaffen wir immer wieder. Also das ist, würde ich sagen, in Schule moderne HR, wenn wir sagen, es kommen neue Lehrkräfte dazu, da ist das Onboarding dann wieder drin, also die Lehrkräfte müssen wieder lernen, was ist an der Schule wichtig, was muss ich da eigentlich können, und dann geht es in Spezialisierungswissen. Also da gibt es die Lehrkraft, die diese 15 Tools alle verwendet und das ständig oder sowas als Beispiel, und die kann dann sozusagen das Wissen weitergeben an die anderen Lehrkräfte, ganz unkompliziert. Oder wir machen das dann online und sagen, Menschenskinder, wer da Lust hat zuzuhören, dann vernetzt man sich einfach auf den Nachmittag, auf den Abend, und dann geht das halt über die Digitalplattform. Aber dabei kommt dann auch immer raus, dass wir sagen, wir sammeln bei jeder Dienstberatung, wo ist denn gerade ein Knackpunkt in der Digitalisierung, was ist denn gerade in Schule, was brauchst du noch, was fehlt dir oder was funktioniert nicht. Und aus diesen Sachen leiten wir dann wieder ab, was brauchen wir, welche externen Lösungen gibt es schon, weiß ich ja nicht. Oder gibt es Menschen, die uns das erklären können, die dann wiederum uns fortbilden und sagen, ah, jetzt können wir das so und so machen. Also es ist ein ständiger Prozess und das ist aber auch gesund für Schule, dass wir nicht stehen bleiben und sagen, so ist es heute und so machen wir es auch die nächsten 20 Jahre. Ich glaube, das wäre sehr, sehr ungesund für Schule. Und sicherlich auch dieses Grundverständnis, dass man damit nicht fertig ist. Also es ist nicht so, dass man irgendwie sagt, okay, wir haben das jetzt einmal durchlaufen, diesen und diesen Prozess, und jetzt wissen alle alles, haben wir alles, sondern das ist ein andauernder Prozess. Also es ist tatsächlich ein wachsender Prozess, und den habe ich seit 2019 beobachten dürfen, dass man wirklich sagt, was gibt es denn jetzt noch, was wir nicht mehr benutzen, was wir am Anfang benutzt haben, oder was brauchen wir noch? Also wirklich ideenoffen zu sein, visionsoffen zu sein, dass man sagt, was gibt es denn außerhalb dem Kosmos Schule noch? Was können Unternehmen, was kann das Schulamt, was kann der Schulträger uns noch bieten, was wir eigentlich brauchen in Schule? Und das ist gut so. Ja. Jan, vielleicht noch kurz einen Blick sozusagen auch ein bisschen auf die Verwaltungsseite. Welche Rolle spielen denn da auch sozusagen jetzt bei dir persönlich oder auch bei deinen Kolleginnen und Kollegen für Zukunftskompetenzen, Digitalkompetenzen, was spielen die für eine Rolle? Ja, die spielen natürlich für uns eine absolut zentrale Rolle, und ich glaube, da haben auch die Verwaltung oder die Bildungsverwaltung auch noch einen gewissen Nachholbedarf. Eigentlich müssten wir ja digitaler sein als die Schulen, weil wir ja sagen, ja eigentlich eine Vorbildrolle an der Stelle haben müssen. Ich würde gern sozusagen an der Stelle nochmal einhaken, weil das absolut wichtig ist, was Fortbildung von Lehrkräften betrifft. Wir wissen alle aus bestimmten Studien, dass diese Fortbildung, ich gehe irgendwo hin, mache einen Tag eine Fortbildung, komme als einzelne Lehrkraft zurück in die Schule, für das System Schule wenig bringt. Sondern genauso, wie du es geschildert hattest, diese Fortbildungen müssen in der Schule stattfinden. Am besten auch von den erfahrenen Lehrkräften, das heißt schulinterne Fortbildung, durch die Kollegen, die schon dort sind, durch Schulleitung, bezogen auf das Schulkonzept. Und da muss ich natürlich Zeiten für haben, das heißt, Lehrkräfte können nicht erst mit dem ersten Schultag anfangen zu arbeiten, wenn die Schülerinnen und Schüler kommen, sondern wir brauchen natürlich Zeiten in den Schulferien, in denen Lehrkräfte arbeiten,
um in solche Sachen detailliert eingeführt zu werden, um dort weiterzuarbeiten. Also ein absolut wichtiger Punkt, den man nicht deutlich genug hervorheben kann. Ja. Auf jeden Fall. Benjamin, letzte Frage noch an dich. Spielt das für euch auch eine Rolle? Also kriegt ihr da sozusagen auch viel Feedback von Nutzendenseite, dass es da jetzt auch insbesondere in den spezifischen Kompetenzen auch weiter Fortbildungsangebote eurerseits braucht? Dazu, also einerseits natürlich grundsätzlich, was, wie technisch eure Plattform funktioniert, aber auch sozusagen darüber hinaus? Genau, also was wir ganz oft hören, wenn wir jetzt Richtung wirklich Lernen halt gehen, also ein bisschen von der Schulverwaltung halt weggehen, ist es so, dass wir ganz oft die Anfrage kriegen, ob wir denn wirklich in die Schule vorbeikommen können und halt das entsprechend vor Ort halt machen, sind wir auch viel lieber, als entsprechend halt das online zu machen oder dass eine einzelne Lehrkraft jetzt zu uns kommt, weil es halt einfach die gewohnte Umgebung ist. Und meistens ist es so, dass wir ja dann einen technischen Ansprechpartner in den jeweiligen Einrichtungen haben, die dann halt auch uns ein bisschen vorbrieft, ein bisschen in die Sprachdomäne halt der jeweiligen Schule halt auch reinbringt und die das dann mit uns zusammen an diesem Tag halt auch durchführt. Also gerade halt diese Anforderung im LMS-Bereich geht dann halt auch weg von der Technik. Das heißt, wie erstelle ich jetzt halt eigentlich was auch aus pädagogischer Sicht auf so einer Plattform und nicht nur wie kann ich da jetzt halt grundlegend was erstellen und das sieht es halt irgendwie halt aus, sondern wie kann ich auch wirklich da einen Mehrwert halt mit schaffen. Ja. Sehr, sehr spannend. Wir sind leider jetzt schon so gut wie am Ende unserer Zeit. 1 Minute 10 Sekunden reichen nicht aus, um den Themenkomplex KI noch aufzumachen, den ich hier noch auf meiner Agenda hatte heute. Ich würde sagen, das schreiben wir uns sozusagen in die Wiedervorlage für nächstes Mal. Vielen, vielen Dank euch dreien, Jan, Benjamin, Sabrina, dass ihr heute bei mir wart und mit mir über dieses Thema gesprochen habt. Ich glaube, wir blicken alle weiter gespannt in die Zukunft, wie sich es weiterentwickelt und der Dauerbrenner, was passiert mit dem Digitalpakt 2.0 und wie sieht es mit der Finanzierung aus? Ich glaube, das beobachten wir auch alle weiter gespannt. Vielen, vielen Dank euch für die spannende Diskussion und damit übergebe ich zurück an Geraldine. Dankeschön. Und ganz herzlichen Dank an dich, Lea, für die wunderbare Moderation. Es ist so wichtig, dass wir